Christian Lindner war bei der Sendung Maischberger zu Gast und hat sich zum vor der Ampel verursachten Haushaltschaos geäußert. Was er zu sagen hatte, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Vom Krankenmann Europas ist die Rede. Mir wird zugeraunt, Familienunternehmer bereiteten im großen Stil den Wegzug aus Deutschland vor. Von Deindustrialisierung ist die Rede. Ja, da müssen wir, glaube ich, es kaum mehr ertragen. Ja, ich kann es auch kaum mehr ertragen. Das ist schon mal aber ein wichtiges Stichwort, das Lindner hier nennt. Die Deindustrialisierung ist eine empirisch beobachtbare Tatsache. Deutschland deindustrialisiert sich in wirklich atemberaubendem Tempo. Ihr seht, dass die Produktion im verarbeitenden Gewerbe mittlerweile 15% unter den Höchstständen von 2017, 2018 ist. Also die Produktion dort ist schon vor Corona gesunken. Und besonders abgestürzt ist die Produktion in der energieintensiven Industrie, die rund 20% in den letzten 2 Jahren gesunken ist. Also wir sehen einen wirklich einmaligen Absturz, der ja erst recht für Deutschland sehr, sehr ungewöhnlich ist. Da Deutschland ja eine der höchsten und stabilsten Wachstumsraten von den meisten Industrieländern hatte in der Nachkriegszeit, eigentlich seit ja der gesamten Nachkriegszeit. Aber seit 2018 scheint bei der deutschen Industrie der Wurm drin zu sein. Und das hat eben sehr stark, jedenfalls in den letzten 2 Jahren, mit der Ampelpolitik zu tun, mit dem Wirtschaftskrieg gegen Russland, der die Energiepreise hierzulande extremst verteuert hat. Ich meine, die energieintensive Industrie, die hat sich ja nicht im Jahr 2022 plötzlich gedacht, so, wir haben jetzt hier in Deutschland 100 Jahre gut produziert, jetzt hauen wir mal alle ab, so ohne Grund. Nein, der Grund sind natürlich die explodierenden Energiepreise, die die Ampelkoalition durch diese Wirtschaftssanktionen gegen Russland, die sie auf EU-Ebene andauernd unterstützt hat, die sie mitbeschlossen hat, mit verursacht. Fragen. So, Herr Marquardt, Sie sind auch deshalb jetzt hier gefragt, weil Sie FDP-Mitglied sind. Das darf man nicht verheimlichen. Herr Lindner kann das Schwarzmalen kaum mehr ertragen. Wie geht's Ihnen damit? Jammern wir zu viel in Deutschland oder gibt's einfach guten Grund zu jammern? Ach Gott, es gibt viele Beschwerden über diese Ampelkoalition, das ist gar keine Frage, aber ich gehöre zur Fraktion der Optimisten, ja, und ich sehe viele tüchtige Leute, die großartig arbeiten. Dass wir in Deutschland auf der letzten Stelle sind, hat sicher damit zu tun, dass wir keinen Wirtschaftsminister haben, ja. Mhm. Wir haben einen Energieminister, wenn ich der Kanzler wäre, würde ich sofort ein neues Ressort erfinden, einen Wirtschaftsminister, der... Also ihr wisst es, Habeck ist Wirtschaftsminister und hier greift das FDP-Mitglied Marquardt natürlich den Wirtschaftsminister an, damit, dass er sagt, wir hätten keinen. Aber ja, die FDP hat ja die gesamte Politik, die die Ampel macht, mitbeschlossen und sie ist sogar für den Haushalt zuständig. Das wichtigste Ministerium in einer Koalition ist nun mal das Finanzministerium und das steht unter Kontrolle der FDP. Und durch die Sparpolitik, durch das Einhalten der Schuldenbremse verschärft die jetzt FDP gerade die Deindustrialisierung, die wir erleben. Also auch die Energiepreisbremsen, die ja diesen Preisschock zumindest etwas abgefedert haben, werden jetzt früher ausgesetzt. Alles dank Finanzminister Lindner, der unbedingt die Schuldenbremse einhalten will. Stimmung macht, der ankurbelt, so wie Graf Lambsdorff oder Ludwig Erhard, das fehlt uns, aber trotzdem. Ludwig Erhards Wirtschaftspolitik war nicht deswegen erfolgreich, weil er Stimmung gemacht hat oder so ein Schwachsinn, sondern weil wir damals die richtigen makroökonomischen Voraussetzungen hatten. Wir hatten niedrige Zinsen, wir hatten niedrige Inflation, wir hatten Löhne, die entsprechend der Produktivität stiegen, wir hatten feste Wechselkurse. Also wir hatten alles Dinge, die wir heute nicht mehr haben. Wir haben eine Zentralbank, die heute die Zinsen von 0 auf 4,5% innerhalb von wenigen, ja, innerhalb eines Jahres hochschraubt. Das ist völlig irre, was wir gerade erleben. Dafür gibt es auch überhaupt keine Rechtfertigung. Also ihr seht gerade die Deindustrialisierung, die hier in Deutschland läuft. Das wird natürlich durch Zinserhöhungen, wie sie die EZB gerade beschließt, nochmal verschärft. Wir sehen auch einen katastrophalen Absturz im Bausektor. All das dank der Zinserhöhung der EZB. Also wir hatten damals eine Bundesbank, die nicht so wild die Zinsen hin und her hat schwanken lassen. Das ist dann erst ab den 70ern gekommen. Glaube ich, dass die Mehrheit der Leute, über 40 Millionen in Deutschland arbeiten, ja, die tun was für dieses Land und die halten das in Schwung, das machen nicht die Politiker. Frau Marinitsch, jammern wir zu viel über Deutschland? Ja, aber die Politiker sorgen da gerade dafür, dass alles schlimmer wird. Ich hatte euch gerade die Zahlen zur Industrieproduktion gezeigt, die sind ja eindeutig, die kann man ja nicht wegdiskutieren. Schon hat Christian Lindner hier einen Punkt.
Also grundsätzlich mag ich diesen Kritikpunkt an uns selbst. Also ich finde das eine gute Selbstkritik, dass wir viel jammern. Und ich finde es auch gut, optimistisch sein zu wollen und immer eine gute Erzählung zu... Ja, wenn man gute Gehälter bei den Mainstream-Medien kassiert, dann kann man das natürlich sagen. Aber wir hatten kumulativ 2021, 2022 rund 5% Reallohnverlust. Also die breite Mehrheit der Bevölkerung, die hat enorm an Einkommen verloren. Die besonders wenig Einkommen hatten, hat es besonders hart getroffen. Suchen, die suche ich auch oft. Ich glaube allerdings, dass wenn Christian Lindner jetzt nicht Teil der Regierung wäre, dass er sehr anders auf diese Lage blicken würde und auch sehr anders reden würde. Qua Amt hat er jetzt quasi diesen Optimismus auszustrahlen. Und ich finde es gefährlich, wenn Optimismus wirklich Probleme überdecken soll. Also ich finde es macht mich nicht optimistisch, wenn Personen, die an der Verantwortung sind, die Missstände, die es gibt, die sich an vielen Stellen zeigen, sei es jetzt Ergebnisse im internationalen Vergleich, was Bildung angeht, wie es in unserer Bürokratie aussieht, Digitalisierung. Wir haben nicht die Ergebnisse, wo man sagen kann, es läuft alles super. Und dann macht es mich eher pessimistisch, wenn wir nicht mal in der Lage sind, eine ehrliche Problemanalyse zu machen und zu sagen, okay, das und das und das läuft gerade nicht. Das wären unsere Lösungen. Und dafür sind wir da, dafür stehen wir ein. Da habe ich irgendwie das Gefühl, man will jetzt so den Frieden herbeireden. Und es gibt einen Grund für den Unmut in der Republik. Und viele Menschen, sei es beim Bahnfahren, sei es an den Baustellen auf der Autobahn, sei es an der Behörde, sie spüren etwas, funktioniert nicht so, wie man es kannte. Und ich finde es eigentlich einen guten Moment, wenn alle das zurückfordern. Mhm. Und ich finde es auch nicht pessimistisch oder jammern, sondern eigentlich eine Fürsorge fürs eigene Land. Und da spricht der Parteichef der FDP. Ja, wir haben seit Jahren riesige Probleme. Immer weiter steigende Altersarmut, 24% Kinderarmut mittlerweile. Also die ist ja jahrelang stabil bei 20% gewesen. Jetzt durch den Energiepreisschock, durch die explodierenden Preise bei allen wichtigen Grundgütern, bei Nahrungsmitteln, bei Energie, ist die Kinderarmut mittlerweile auf 24% gestiegen. Welchen Anteil hat denn die FDP, Frau Amann, an dem, was zu beklagen ist in diesem Land, in der Ampel? Wenn Sie das jetzt nicht gefragt hätten, hätte ich von mir aus eingeworfen, dass ja die FDP selber zu den Schlechtrednern speziell dieser Koalition gehört. Also, wenn es ein... Die Koalition macht keine schlechte Politik. Nein, nein, nein. Wie wird nur schlecht geredet? Gott, also diese Journalisten, ihr habt es gemerkt, ich habe die ersten 7 Minuten schon übersprungen gehabt, aber anscheinend hätte ich das gesamte Gequatsche überspringen müssen. Das ist ja wirklich furchtbar, was die hier von sich geben. Also wirklich nur solche Regierungspropagandisten. Der eine ein bisschen liberaler, der andere ein bisschen konservativer, aber alle auf der gleichen Linie. Ja, die Regierung ist ja eigentlich ganz gut, während die Mehrheit der Wähler etwas völlig anderes denkt. Also man hätte ja beispielsweise mal wen von Makroskopie einladen können oder... keine Ahnung, wen von den Nachdenkseiten. Dann hätte man mal eine andere Position drin gehabt. Dann hätten die die Deindustrialisierung, die wir gerade erleben, angesprochen. Ich meine, dass keiner der Lindner eben mal widersprochen hat, der diese Deindustrialisierung, die wir gerade erleben, als Gejammerer bezeichnet hat. Also das, ja, das zeigt schon, dass diese Journalisten entweder ökonomisch keine, ja, dass sie ökonomisch nicht gebildet sind oder dass sie das Regierungsnarrativ vertreten oder beides. Einen Koalitionspartner gibt, der eine enorme Unzufriedenheit immer wieder nach außen signalisiert mit den eigenen Beschlüssen, dann sind das ja die Liberalen. Also, das ist aber kein Jammern, sondern einfach politische Arbeit. Gut, das ist jetzt eine Frage der Wahrnehmung. Kommt auch auf die Person Oppositionsarbeit. An. Oppositionsarbeit. Ja. In der Regierung, sagen ja, Sie. Ja, das ist ja sozusagen die Regierungsopposition, die uns in der FDP im Moment begegnet. Und ist das gut oder schlecht? Es ist merkwürdig, denn wir haben ja eine Opposition und die macht gar nicht so schlechte Arbeit in den letzten Jahren. Da wünscht man sich von der Regierung im Moment schon ein gemeinsames Vorankommen. Mhm. Das hilft ja auch der FDP nicht, muss man sagen. Weil schaut man sich doch die Umfragen und Wahlergebnisse an. Die 5%. Zumindest, es stärkt da jetzt nicht das Vertrauen in die Regierungsfähigkeit einer Partei, wenn die eigene Regierungsarbeit ständig von intern irgendwie kritisiert wird. Aber die Wähler erwarten auch von... Ja, aber die Koalition macht ja eine furchtbare Arbeit. Dass man da intern Kritik übt, wäre ja ganz gut, wenn man solide Kritik hätte. Wenn man aber die Schuldenbremse noch härter einhalten will, wenn man noch mehr Geld in die Ukraine pumpen will, wenn man noch mehr Geld für Aufrüstung verpulvern will, also dann ist das ja keine valide Kritik. Das ist ja das, worüber sich die FDP beschwert hat. Also solche Leute wie Strack-Zimmermann, die fordern ja eine noch stärkere Aufrüstung. Der FDP, dass sie in diesem seltsamen Trio die marktwirtschaftliche Position vertritt gegen zwei linke Parteien. Das ist wirklich ein... SPD und Grüne haben zusammen mit der FDP für einen Reallohnverlust von 5% gesorgt. Das ist keine linke Politik. Die beiden haben eine Erhöhung des Mindestlohns auf 14 Euro verhindert. Die Gewerkschaften hatten in der Mindestlohnkommission gefordert, den Mindestlohn auf 14 Euro zu erhöhen. Wer hat das verhindert? Die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld. Also ich glaube, Mindestlohnerhöhung verhindern, das ist keine linke Politik.
Krankenkassenbeiträge erhöhen, Steuern für die Mehrheit der Bevölkerung zu erhöhen, auf Gastronomie, Gas, Fernwärme. Das ist keine linke Politik, Steuern für die Subventionen für die Landwirte zu kürzen, damit die Lebensmittelpreise steigen. Das ist doch keine linke Politik. Balanceakt, das ist sehr schwer. Sie sind unter 5% gelandet. Sie sind unter 5% gelandet in Bayern, sonst wären Sie jetzt noch im Landtag. Ja, fürchterlich. Möglicherweise auch. Es ist sehr schwer, diese Situation. Gut so, und wir können nur hoffen, dass die FDP aus dem nächsten Bundestag rausfliegt. Also ein Bundesfinanzminister, der so dermaßen weit von der Realität entfernt ist, dass er die Deindustrialisierung, die wir gerade erleben, nicht nur aktiv befeuert, sondern gar nicht sehen will, der verdient es nicht, in der Bundesregierung zu sitzen, und so eine Partei sollte schnellstmöglich aus dem Bundestag fliegen. Zu erklären. Ne? Mhm. Ich habe im Wahlkampf ständig nur immer gehört, die Leute sagen, ihr seid schuld, dass die Grünen an der Macht sind, die Grünen. Ich habe nie ein böses Wort über die SPD gehört. Ja? Also das ist ein ganz schwieriger Akt, den der Christian Lindner da zu bewältigen hat. Und ich appelliere ständig, dass die FDP noch stärker sichtbar werden. Ja, Skadev, kannst du machen. Stört mich jetzt nicht. Ich habe den Vortrag noch nicht gesehen. Ich habe gerade noch ein paar andere längere Videos auf meiner später Ansehenliste. Meine Güte, aber kannst du hier reinschicken für die, die es interessiert? Muss. Ich hätte bei dem Heizungsgesetz, hat er eine Protokollnotiz gemacht, da hätte ich nicht mitgemacht. Das stört heute noch viele Haushalte. Die reden schon über andere Themen in Berlin. Aber ich erlebe als Mensch, der viel unterwegs ist und angesprochen wird, Dramen mit dieser Wärmepumpe. Die ist kaputt, es gibt keine Monteure, die Leute frieren, die Kosten steigen. Das ist ein schwelendes Ein Tumor in den Familien, dieses Heißgesetz. Sie haben gerade so die Stirn gerunzelt bei der Frage, ob man noch mehr FDP-Politik, zum Beispiel in diesem Fall, hätte die FDP das Heizungsgesetz nicht. Ja, wenn es gute FDP-Politik wäre und wenn die FDP auch liberale, sozialliberale Gedanken reinbringen würde in eine Nation, die durchaus Krisen hat. Ich finde es interessant, weil die FDP hat ja Ministerien. Also jetzt Herr Wissing hat seine eigenen Ziele nicht erreicht und wollte dafür die Hilfe der anderen. Also es ist nicht so, dass Herr Wissing und die FDP jetzt im Allgemeinen Ergebnisse liefern, wo man sagen kann, da geht sie voran und die Menschen promoten kann als Erfolge. Sie hätten die Option investiert. Diesen Moment sich, also diese Gründe um den Agrardiesel, eine Woche Protestblockaden. Jetzt ist der Lindner da. Ich habe dieses Gequatsche jetzt mal übersprungen. Wie gesagt, die ersten Minuten, die waren schon furchtbar. Dann dachte ich, okay, jetzt kommt ein Ausschnitt vom Lindner, jetzt könnte es interessanter werden, aber nicht mal das. Also es ist ja lächerlich. Drei Journalisten, die alle auf derselben Linie sind. Also jetzt hat mal einer das Heizungsgesetz kritisiert, auch mit deutlichen Worten, aber die FDP hat es ja trotzdem mitbeschlossen. Also ja, aber jetzt ist der Lindner da und darf sich zu den Kürzungen der Subventionen auf Agrardiesel äußern. Man hat ja zum Wegfall der Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Geräte, die man mittlerweile schon wieder zurückgenommen hat. Ich meine, die Ampelkoalition hatte ja den wirklich irrsinnigen Plan, die Schuldenbremse wieder einzuhalten. Und ja, da hat man dann beschlossen, wir kürzen jetzt nicht bei der Ukraine-Hilfe, wir kürzen jetzt nicht bei der Aufrüstung, sondern wir kürzen bei den Landwirten. Also da dachte man offensichtlich, mit denen kann man was machen, und die wehren sich jetzt viel heftiger, als man es anscheinend in Berlin gedacht hat. Schauen wir uns mal an, was Lindner zu diesen Kürzungen zu sagen hat, die er selbst ja mitbeschlossen hat. Die Proteste auch wie ihr Parteigenosse Helmut Marquardt angemessen. Es gab ja große Besorgnis, dass es zu unverhältnismäßigen und auch zu exzessiven Protesten kommen könnte. Es gab die gefährliche Situation, in die mein Kollege Robert Habeck geraten ist. Aber viele haben sich das ganz offensichtlich zu Herzen genommen. Und das, was ich beobachte, ist ja überwiegend jetzt sehr friedlich und angemessen. Und ich finde, es ist auch das gute Recht von Landwirtinnen und Landwirten, für ihre Interessen einzutreten. Es ist das gute Recht von Landwirtinnen und Landwirten, gegen meine Politik zu protestieren. Ja, danke für die Selbstverständlichkeit. Natürlich haben wir in Deutschland ein Demonstrationsrecht. Zu treten. Mhm. Es ist doch aber sehr lebhaft auf den Straßen. Die Wut der Landwirte ist vielleicht unterschätzt worden. Es gab allerdings einen Kabinettskollegen von Ihnen, der hat gewarnt, und zwar am 18. Dezember, da war der Beschluss mit dem Agrardiesel und es ging auch noch um eine Kfz-Steuer, gerade mal 5 Tage alt, das war Cem Özdemir. Ich halte nichts von den Streichungen in diesem Umfang und ich habe auch früher nichts davon gehalten, im Gegenteil.
Ich halte nichts von den Streichungen, trotzdem habe ich sie mitbeschlossen. Also, wer das nicht weiß, bei solchen Kabinettssitzungen, da sitzen die Minister und der Bundeskanzler zusammen und beschließen das auch zusammen. Das heißt, ich halte nichts davon, ist keine gute Aussage, wenn man solche Kürzungen eben selber mitbeschlossen hat. Ich habe in der Bundesregierung davor gewarnt, Agrardiesel und die Kfz-Steuerregeln abzuschaffen. Und in dieser Auffassung hat sich bei mir nichts geändert. Warum haben Sie nicht auf den Kollegen Özdemir gehört? Es war übrigens nicht ein paar Tage. Hey, was soll dieser lächerliche Hauptstadtjournalismus? Also wird jedes Mal, wenn ich so eine Talkshow sehe, wenn ich solche Diskussionen zwischen solchen Journalisten verfolge, klar, warum ich diesen Journalismus so hasse. Warum haben Sie nicht auf den Kollegen Özdemir gehört? Sie hätte auch fragen können, lügt Özdemir hier? Wieso hat die Regierung das denn zusammen beschlossen, wenn der Landwirtschaftsminister das hier öffentlich sagt? Also hier wird ein lächerliches Schauspiel aufgeführt. Also die Äußerung von Özdemir, der das selber mit beschlossen hatte, werden hier einfach für bare Münze genommen. Und dann wird hier so ein lächerlicher Konflikt zwischen Koalitionspartnern aufgebaut, der so nicht besteht. Diese Kürzungen wurden von allen drei Koalitionspartnern zusammen beschlossen. Vorschlag zum Haushalt von Herrn Scholz, Herrn Habeck und mir vorgestellt worden ist, sondern wenige Minuten, nachdem wir das öffentlich gemacht haben. Real Guni, wenn du da einen interessanten Ausschnitt hast, ob du den selber zusammengeklippt hast oder ob der frei im Netz verfügbar ist, ist mir relativ egal, dann kannst du mir den mal per Direktnachricht zuschicken. Vielleicht reagiere ich dann darauf. Gemacht haben. Ich habe gesehen, der Beschluss kam am 13.12. Ja, aber bereits die Demo am 18. Ja, aber bereits am 13. hat Herr Özdemir im Deutschen Bundestag in der Fragestunde bereits öffentlich sich distanziert. Hier war das sozusagen. So viel zum Thema Opposition aus dem Kabinett, Frau Ammann. Aber in der Sache. Die Wechselseite. So lächerlich. Also der Finanzminister, die FDP, wollen die Schuldenbremse einhalten. Ein völlig irrer Plan, der nichts mit der ökonomischen Realität in Deutschland zu tun hat. Okay, ich kann auf die wirtschaftlichen Rahmendaten gleich eingehen, wenn Lindner dazu mehr sagen wird. Aber dann ist er natürlich mitverantwortlich für Kürzungen, die dann in einzelnen Bereichen passieren. Ich meine, man hätte auch die Ukraine-Hilfe kürzen können. Man hätte auch die Aufrüstungspläne kürzen können. Ich meine, wir haben ja ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr. Trotzdem soll der Verteidigungsetat immer weiter steigen. Also das ist ja an sich schon völlig irre. Also da hätte man auch kürzen können. In der Sache jedenfalls will ich Folgendes dazu sagen. Wir haben ja dann den Vorschlag modifiziert. Auf das grüne Kennzeichen schauen wir jetzt nicht mehr. Also die Kfz-Steuerbefreiung bleibt. Und der Agrardiesel wird schrittweise auslaufen. Ja. Und um das mal in eine Relation zu setzen, das ist ja für die Zuschauerinnen und Zuschauer wichtig. Sprich, es gibt immer noch Kürzungen und deswegen demonstrieren die Landwirte weiter. Also man ist jetzt einen Schritt auf die Landwirte zugegangen, aber die größte Kürzung, nämlich die Kürzung der Subvention auf Agrardiesel, bleibt weiterhin bestehen und solange werden die Proteste weitergehen. Also man muss die gesamten Kürzungen wieder zurücknehmen. Das ist die Forderung der Landwirte und diese Forderung ist auch absolut sinnvoll. Es kann nicht sein, dass die Landwirte für das Einhalten irgendeiner neoliberalen Ideologie hier geopfert werden sollen. Dass unsere Konjunktur noch weiter geschädigt wird, dass der ländliche Raum noch weiter geschädigt wird. Ich meine, das muss man ja auch bedenken. Die Landwirte, die leben halt aufgrund ihres Berufs größtenteils im ländlichen Raum. Und der blutet sowieso schon seit Jahrzehnten immer mehr aus. Und wenn man da jetzt die Landwirtschaft noch weiter abwirkt, dann wird das auch dem ländlichen Raum schaden? Aus europäischen und aus deutschen Mitteln wird der Agrarsektor jedes Jahr mit 9 Milliarden Euro subventioniert. Ja. Und im Jahr 2025 fallen jetzt 300 Millionen davon weg. Nur, dass wir die Relation mal klar haben. Ich glaube deshalb 300 Millionen weniger, die in Nachfrage fließen. Das heißt, 300 Millionen Euro an Einnahmen, die den Landwirten fehlen. Also jetzt kann man sagen, ja, insgesamt werden die noch mehr subventioniert, das mag stimmen. Aber diese 300 Millionen, die werden dann Option 1 auf die Lebensmittelpreise aufgeschlagen oder Option 2 dazu führen, dass bestimmte Landwirte nicht mehr profitabel wirtschaften können und das Höfesterben beschleunigen. Beides sind keine sonderlich guten Optionen. Hinter den Protesten der Bauern steht was ganz anderes. Nämlich? Über viele Jahre beobachte ich, übrigens sehr kritisch, dass aus der Politik versucht wird, in die landwirtschaftlichen Betriebe hineinzuregieren. Düngeverordnung, ganz präzise Vorgaben beim Pflanzenschutz, Flächen sollen stillgelegt werden. Und aus vielen Gesprächen mit Landwirtinnen und Landwirten weiß ich,
die empfinden das als bevormundend. Und ich glaube, wenn wir jetzt alle Sympathie haben für den ländlichen Raum, dann vertrauen wir doch auch den Landwirtinnen und Landwirten, dass sie selbst am besten wissen, wie sie ihren Boden bewirtschaften. Ich verstehe nicht, wenn Sie so viel Verständnis hatten im Dezember, warum Sie dann dieser ohnehin schon geplagten Gruppe und übrigens auch streiklustigen Gruppe auch noch dann zwei Kürzungen zumuten. Das verstehe ich überhaupt nicht. Es ist jetzt nur noch eine Kürzung. Ja, aber vorher waren es zwei. Sie haben es ja sehenden Auges gemacht. Wessen Idee war das denn? Das kommt ja aus dem Finanzministerium. Es war eine Kürzung. Und dazu stehe ich auch. Zwei Kfz. Am Ende war es jetzt eine Kürzung. Und wir haben ja modifiziert. Sie haben jetzt im Januar. Also, liebe Leute, Proteste bringen etwas. Ich glaube, wenn wir Verbraucher mal mehr protestieren gehen würden, gegen beispielsweise die Mehrwertsteuererhöhung auf Gas und Fernwärme, vielleicht würde das auch zurückgenommen werden. Oder wenn die Gastwirte mal so viel Opposition machen würden wie die Landwirtschaft, dann würden vielleicht auch die Mehrwertsteuererhöhungen in der Gastronomie nicht kommen. Also wenn man sich wehrt, dann bringt das offensichtlich was. Das ist hier die Botschaft. Nur eine Sache zurückgenommen. Der Hintergrund ist ein einfacher. Auf das grüne Kennzeichen zu verzichten, hätte sehr viel Bürokratie verursacht, weil überall hätten jetzt schwarze Kennzeichen mit neuen Plaketten angebracht werden müssen. Das wussten Sie im Dezember noch nicht. Nein, da kam eine fachliche Prüfung und dann muss man in der Lage sein, nach fachlicher Prüfung und praktischen Auswirkungen zu modifizieren. Das sagt aber Herr Özdemir, warum hat man den nicht vorher gefragt? Ich möchte den Gedanken gerne zu Ende führen. Entschuldigung. Ich bin sicher, es ist nicht vor allen Dingen das Geld, ich habe gerade die Relation deutlich gemacht, sondern es ist das Gefühl, dass diejenigen, die von... Doch, natürlich ist es das Geld. Das Einkommen vieler kleiner Landwirte liegt bei netto unter 2.000 Euro im Monat. Also das natürlich ist das das Geld auch ein Problem. Wir leben in Deutschland ja schon seit Jahren massives Höfesterben. Das heißt, zu sagen, sind jetzt irgendwelche anderen Gründe, das ist ja Schwachsinn. In ihrem Boden über Generationen leben, jetzt von fernen Politikern, Juristen, Leuten, die Lehramt studiert haben, gesagt bekommen, wie sie ihren Betrieb führen sollen. Ja. Und da ist auch mein Angebot zu sagen, ja, hier muss hin, kann man mit mir gerne... Diese Verständnisheuchelei, also furchtbar, furchtbar. Ich hasse so eine Politiker, die sich nicht zum eigentlichen Thema äußern, sondern die dann andere Sachen wie die Dönigeverordnung, die auch auf europäischer Ebene beschlossen wurde, also hätte die FDP ja damals dagegen stimmen können. Also die da jetzt sagen, ja, da bin ich ja eigentlich auch dagegen. Obwohl sie dann nicht so abgestimmt haben. Wie gesagt, da müssten wir uns die Journalisten jetzt eigentlich jedes einzelne Abstimmungsgesetz vor Augen halten und sagen, Moment mal, Herr Lindner, das, was Sie hier gerade erzählen, stimmt nicht so mit der Realität überein, mit dem, wie sich die FDP in den vergangenen Jahren verhalten hat. Also das ist jetzt hier nur, ja, Stimmenfängerei. Also man hält das Wahlvolk offensichtlich für dämlich. Und Lindner verteidigt ja die Kürzung, die er hier durchführt, sogar noch. Also er tut ja jetzt nicht mal so, als wäre er dagegen, sondern er sagt, ja, die Subventionen auf Agrardiesel, die werden gekürzt. Wir nehmen den Landwirten 300 Millionen Euro im Jahr weg. Boah. Also nur mal zum Vergleich. Nächstes Jahr soll die Ukraine 8 Milliarden Euro kriegen. Das heißt, nur wenn man die Geldzahlung, Waffenlieferungen ans Zelensky-Regime um 300 Millionen Euro kürzen würde, dann könnte man auf diese Subventionsstreichung auf Agrardiesel verzichten. Nur mal so, um die Relationen hier deutlich zu machen. Die Frage, wie können wir die Betriebe produktiver machen, Bürokratie reduzieren, neue Technologien einführen, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit herzustellen, da will ich gerne den Dialog vertiefen. Aber da bleiben Sie hart. Was braucht man, um neue Technologien einzuführen? Das gilt jetzt nicht nur für die Landwirtschaft, das gilt für jeden Wirtschaftszweig. Geld. Man braucht in erster Linie Kapital. Und wenn die Bundesregierung da jetzt Subventionen streicht und damit das Einkommen der Landwirte mindert, dann können sie natürlich auch langsamer neue Technologie einführen. Das versteht sich eigentlich von selbst. Bleibt bei dieser Kürzung, die einmal vereinbart wurde. Der Deutsche Bundestag entscheidet. Ich sage aber, wer neue Subventionen will, muss auch auf alte Subventionen verzichten. Insgesamt hat dieser Staat auch finanzielle Grenzen. Sie haben ja noch eine Subvention. Bullshit. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob Lindner dazu noch was Konkreteres sagen wird, aber auf die finanziellen Rahmendaten einzugehen, das ist jetzt, glaube ich, erstmal wichtig, um diesen völligen Irrsinn der Schuldenbremse zu verstehen. Also das Ausland hat in Deutschland seit, ja, 15 Jahren mittlerweile negativen Finanzierungssaldo von weit über 5% des Bruttoinlandsproduktes. 2022 ist er dank des Energiepreisschocks und der höheren Importpreise etwas eingebrochen. Aber grundsätzlich gilt, dass das Ausland einen stark negativen Finanzierungssaldo hat. Und das heißt, dass wir mehr Güter ans Ausland importieren, dass wir mehr Geldzahlungen ans Ausland leisten, als wir aus dem Ausland empfangen.
Das heißt, wir könnten uns viel, viel mehr Konsum leisten, ohne dass dadurch irgendwie irgendeine finanzielle Schieflage entstehen würde. Denn inländische Schulden, das weiß ja auch jeder, inländische Schulden, die der Staat bei eigenen Wirtschaftsakteuren hat, die sind kein Problem. Denn wenn der Staat sich verschuldet, dann bedeutet das umgekehrt, dass in der Privatwirtschaft neues Vermögen entsteht. Wenn der Staat eine Staatsanleihe ausgibt, dann halten diese Staatsanleihe irgendwelche Akteure an den Finanzmärkten, beispielsweise Banken. Und wenn diese Banken im Inland sich befinden, dann ist das überhaupt kein Problem, da der Staat privates Vermögen im Zweifel immer in staatliches verwandeln kann. Solange der Staat keine hohe Auslandsverschuldung hat, solange ist die Verschuldung kein Problem. Und bei Deutschland ist genau das Gegenteil der Fall. Deutschland hat riesige Vermögen im Ausland, weil wir eben so hohe Leistungsbilanzüberschüsse gemacht haben. Das heißt, von irgendwelchen Grenzen der finanziellen Leistbarkeit zu sprechen, ist völliger Schwachsinn. Wir erleben gerade einen Verfall unserer Realwirtschaft. Der hat allerdings wenig mit unserer Staatsverschuldung zu tun, beziehungsweise dieser Verfall der Realwirtschaft, hatte ich ja auch schon gezeigt, Einbruch der Produktion in der Industrie, vor allem in der energieintensiven Industrie, könnte aufgehalten oder sogar umgekehrt werden, wenn der Staat endlich mehr Geld ausgeben würde. Wenn die Wirtschaft schwächelt, wenn die Produktion einbricht, dann braucht es mehr Nachfrage, damit die Produktion wiederbelebt wird. Und wer für diese Nachfrage sorgt, ob das das Ausland ist, ob das die privaten Haushalte sind oder ob das letztlich der Staat ist, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es die Nachfrage gibt, dass es sich für die Industrie wieder lohnt zu produzieren. Und wie gesagt, bei der energieintensiven Industrie muss man zusätzlich noch sagen, da würde es sich vor allem lohnen, endlich die Energiepreise wieder zu senken. Das muss man, glaube ich, noch dazu sagen. Aber deswegen sind solche Kürzungen wie in der Landwirtschaft, ja, das Einkommen der Haushalte, in diesem Fall der Landwirte, senken, absolut katastrophal, da sie die Nachfrage noch weiter abwürgen. Wenn die Produktion sinkt, dann muss der Staat die Nachfrage erhöhen und nicht die Nachfrage abwürgen. Subventionen in Angriff genommen, das ist die nächste Gruppe, die Sie jetzt gegen Sie aufbringen werden. Seit dem 1. Januar sind es die Gastronomen und deren Gäste, die sich ärgern, dass die Mehrwertsteuer im Restaurant wieder bei 19% ist, wo sie vorher wegen Corona abgesenkt worden ist. Stellvertretend für viele, die das nicht gut finden, haben wir eine Stimme aus Thüringen, der Gastronom Oliver Bosse im MDR-Interview. Löhne sind hochgegangen durch Mindestlohn, die Einkaufspreise gehen hoch durch Ukraine-Krieg, alles Mögliche. Die Inflation kennt ja jeder und die Energiekosten nicht zuletzt sind auch hochgekommen. Und jetzt auch noch die Mehrwertsteuer. Das ist bei einer Marge, wie es der Geschäftsführer der DEHOGA gesagt hat, von 4-8%, was ein Gastronom hat, kann man sich ausrechnen, wenn man 12% Erhöhung hat, wie schwer das ist. Dann geht es ja schon 4% ins Minus, rein rechnerisch. Und da muss sich jeder überlegen, erhöht er die Preise, verliert Kunden, lässt er die Preise, braucht er später irgendwann mal keine Kunden mehr. Was an? Guni, schick mir das mal bitte per DM auf Discord oder so, dann weiß ich auch, dann merke ich es mir eher. Wenn du das jetzt in den Chat schreibst, dann habe ich es nach der Aufnahme hier schon wieder vergessen, beziehungsweise ich finde die Stelle dann nicht mehr. Antworten Sie. Ja, ich verstehe die Sorgen. Ja. Wir haben ja eine Reihe von Maßnahmen, befristeten Maßnahmen gehabt während der Krisen. Sie haben jetzt den reduzierten Mehrwertsteuersatz bei der Gastronomie genannt. Wir hatten auch einen reduzierten Mehrwertsteuersatz bei Gas und Fernwärme. Mhm. Wir hatten die Strom- und die Gaspreisbremse. Das sind Krisenmaßnahmen gewesen, befristet. Ja. Wir können Krisenmaßnahmen nicht auf Dauer fortsetzen. Ist die Krise denn vorbei? Die Preise haben sich sehr deutlich, Gott sei Dank, reduziert, wenn wir die ruinösen Preisspitzen bei Strom und Gas sehen. Und in der Pandemie war es ja so, dass die Gastronomie geschlossen war und danach überhaupt erst wieder ins Geschäft kommen musste. Und ich glaube, wer auf Dauer Krisenmaßnahmen aufrechterhalten will, der ruiniert den Staatshaushalt. Und wir müssen ja eigentlich wieder neue... Oder du schickst es mir per DM auf Twitter. Aber auch dieses, der ruiniert den Staatshaushalt, auch das ist völliger Schwachsinn. Wir haben in Deutschland eine Situation, ich habe es gerade gezeigt, ich gehe gleich nochmal drauf ein, in der die Unternehmen Netto-Sparer sind. Das heißt, die Unternehmen sparen, die privaten Haushalte sparen. Diesen positiven Finanzierungssaldo hat in der Vergangenheit immer das Ausland ausgeglichen. Das kann man machen, aber da müssen sich halt die anderen Partner in der Eurozone verschulden und die können diese Schulden irgendwann nicht mehr tragen. Also irgendwann, wenn ein Land immer höhere Schulden im Ausland macht, dann bekommt das Land, wenn es keine eigene Währung hat und die Länder der Eurozone haben ja ihre monetäre Souveränität aufgegeben, Probleme. Das heißt, entweder Deutschland steuert auf eine neue Euro-Krise zu oder wir setzen endlich darauf, dass auch der deutsche Staat Schulden machen muss, dass auch der deutsche Staat inländische Nachfrage stimuliert und dass wir nicht andere Länder, beispielsweise in der Eurozone, zu Netto-Schuldnern machen. Sicherheitspuffer aufbauen, weil
Ich fürchte, es wird irgendwann wieder eine sehr gefährliche Situation geben, wo der Staat handlungsfähig ist. Gut. Und lassen Sie mich das so vielleicht sagen. Wir haben aufgrund der gestiegenen Preise, auch der höheren Preise, die wir auf dem Weltmarkt für Energie nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zahlen müssen, wir haben in unserem Land volkswirtschaftlich Wohlstand verloren. Eindeutig. Das ist ja, dank des Wirtschaftskrieges gegen Russland, den man niemals hätte starten dürfen. Also ich glaube, das kann man hier eindeutig sagen. Schön, dass Lindner das hier auch so ehrlich sagt. Wir haben Wohlstand verloren, weil die Ampel das so wollte. Auch mit dem Grund, weshalb er seinen Gästen richtig nicht die höheren Preise noch auf der Speisekarte zumuten kann, aber weil er hat Frau Maischberger, Gäste deshalb. Diesen Wohlstandsverlust, den wir volkswirtschaftlich haben, ja, kann der Staat nicht ausgleichen. Das ist die Aufgabe. Doch. Also wir haben höhere Preise für Importgüter und trotzdem hatten wir noch einen Leistungsbilanzüberschuss von 3-4% 2022. Also trotzdem haben wir mehr Güter ins Ausland verkauft, mehr Geldzahlung aus dem Ausland empfangen, als wir dahin geleistet haben. Das heißt, Deutschland hätte trotzdem noch die Möglichkeit gehabt, die inländische Nachfrage noch weiter zu erhöhen, ohne dass das irgendwie zu einer Belastung für die Staatsfinanzen geworden wäre. Einer prosperierenden, dynamischen Wirtschaft, die auch höhere Löhne zahlen kann. Und deshalb ist unsere Aufgabe. Höhere Löhne hat Deutschland aktiv verhindert. Deswegen hatten wir diese Leistungsbilanzüberschüsse. Ich glaube, es ist nochmal wichtig, darauf einzugehen. Durch die Agenda 2010, durch eine gewisse Politik, die auf hohe Arbeitslosigkeit, die auf ein Abwürgen der Wirtschaft gesetzt hat, durch eine restriktive Fiskalpolitik, durch Steuerung, die vor allem die Mehrheit getroffen haben, durch all das, durch eine Schwächung der Gewerkschaften, hat Deutschland das Lohnniveau stark abgesenkt, beziehungsweise das Lohnniveau stagnieren lassen. Über einen sehr langen Zeitraum wurde das Lohnniveau in vergleichbaren anderen europäischen Staaten gestiegen ist. Das heißt, die deutsche Industrie hatte Wettbewerbsvorteile gegenüber der Industrie in anderen europäischen Ländern. Und das ist der Grund für die hohen deutschen Exportüberschüsse und dann auch für die hohen deutschen Leistungsbilanzüberschüsse. Das heißt, ohne dieses Lohndumping, ohne dieses bewusste Drücken der Löhne in Deutschland, hätten wir so hohe Überschüsse niemals gehabt. Und dass Lindner hier von guten Löhnen spricht, das ist wirklich blanker Hohn. Also das ist das exakte Gegenteil seiner Politik. Zumal der FDP-Ökonom Lars Feld, der für die FDP in der Mindestlohnkommission sitzt, dort eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro verhindert hat. Zusammen mit der SPD-Politikerin Christiane Schönefeld. Man kann es nicht häufig genug sagen. SPD und FDP haben da eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro verhindert. Aufgabe in. Und man kann sich wirklich nur wundern, dass die Medien das nicht häufiger thematisieren. Also eine Diskussion über den Mindestlohn spielt ja gar keine Rolle in den Medien. Das müsste mal irgendwer popularisieren. Also auch in linken Medien könnte das ruhig mal häufiger Thema sein. In diesem Jahr, neben diesem Konsolidierungspaket für den Haushalt, Stichwort Einsparen, wir müssen die Wirtschaft wieder auf einen Erfolgskurs bringen. Ja. Dadurch, dass wir die Rahmenbedingungen so verbessern, dass wir wieder so gut auch beim Wachstum sind, wie unsere wirtschaftliche Substanz es eigentlich erlaubt. Denn das ist ja der Optimismus, den ich habe. Nicht, dass ich gesund beten will, wie die Situation ist, ja, sondern mein Vertrauen darauf, dass dieses Land so viel Substanz hat, so viele fleißige Menschen hat. Also, wir erhöhen die Energiepreise. Dann erhöhen wir die Steuern für die breite Mehrheit der Bevölkerung. Anschließend erhöhen wir auch noch die Zinsen. Ich meine, auch die Zinserhöhungen, die werden ja beispielsweise vom SPD-Politiker Joachim Nagel in der Bundesbank entschieden mit vorangetrieben. Ich meine, der ist ja einer der lautesten Falken bei der EZB. Und auch vom Lars Feld, also dem Chefökonom von Christian Lindner, wurden Zinserhöhungen immer wieder gefordert. Also wir machen alles, um die Wirtschaft abzuwürgen. Und dann vertrauen wir darauf, dass die Menschen ja fleißig arbeiten und den Schaden, den wir angerichtet haben, irgendwie wieder ausgleichen. Ja, so geht Wirtschaftspolitik. Also das ist wirklich, was soll man dazu noch sagen? Diese Regierung muss weg. Mehr kann man dazu nicht mehr sagen. Also das ist keine Finanzpolitik, das ist Voodoo, das ist Traumtänzerei. Dass wir, wenn wir die Rahmenbedingungen verbessern und an unseren Problemen arbeiten, auch wieder ganz vorne mitspielen werden. Und trotzdem müssen Sie sparen. Und die also wer hat dieses Publikum ausgesucht? Also wo ist das denn entlaufen? Wie kann man bei solchen dummen Plattitüden, die zum Großteil sogar noch falsch sind, wie kann man da klatschen? Herrlich. Unglaublich. Also da ist euch mal aufgefallen, dass dieses Publikum nie pfeift, nie buh ruft, nie das macht, was man eigentlich machen sollte, wenn jemand wie Lindner so einen Schwachsinn hier von sich gibt? Also unglaublich. Die Frage ist, ob Sie sozusagen
bei den richtigen oder den falschen sparen. Also diese Bevölkerung. Einer schreibt gerade im Chat, weil das Schild Klatschen hochgehalten wird. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Die, die eher gering verdienen zum Beispiel, die haben zu kämpfen eben auch mit dem höheren CO2-Preis. Sie entlasten zwar durch das Inflationsausgleichsgesetz, auch durch die Senkung der Stromsteuer, aber der Chef des IW, des Deutschen Instituts für Wirtschaft, Michael Hüter, sagt, sie entlasten die Falschen. Er sagt, in diesem Jahr müssen besonders Gering- und Durchschnittsverdiener tiefer in die Tasche greifen, während Gutverdiener meist besser dastehen. Insgesamt baden die Steuerzahler die Folgen unsachgemäßer Haushaltspolitik aus. Und er rechnet es vor. Das ist der CO2-Preis. Das ist die höheren Netzentgelte, die jetzt anfallen. Das ist die Mehrwertsteuer für Gastronomie. Hey, ich beschwere mich gerade über die Qualität der Sendung. Und endlich kommt Maischberger jetzt mal mit den relevanten Zahlen. Also das kommt noch dazu. Nicht nur, dass die Steuern für die breite Mehrheit erhöht werden, sondern dass es arme und mittlere Einkommen viel, viel stärker trifft als hohe Einkommen. Dass hohe Einkommen durch die Senkung bei der Einkommensteuer sogar etwas entlastet werden. So, während die breite Mehrheit der Bevölkerung, wie gesagt, mehr belastet wird. Aber es ist jetzt gut, dass Maischberger hier mit den Zahlen kommt. Ökonomie und Gas haben Sie gerade selber genannt. Das spüren die, die tatsächlich mit Gas viel heizen, Menschen mit vielen Kindern zum Beispiel. Und die Entlastung, das ist der Abbau der kalten Progression. Da geht es darum, dass eben eine bestimmte Einkommenssteuer dann progressiv verändert wird. Und davon profitieren die, sagt Herr Hüter, nicht ich, die besonders viel verdienen. Er hat es ausgerechnet. Eine Alleinerziehende mit einem Kind, 36.000 Euro Maximum im Jahr, zahlt drauf, 144 Euro. Schmerzhaft. Eine Familie Gutverdiener, zwei Kinder, über 130.000, die kriegen 262 Euro. Warum entlasten Sie die Falschen? Herr Hüter mischt zwei Dinge, die nicht zusammengehören. Ein Wirtschaftsfonds. Na, das ist auch die falsche Frage. Die Frage ist, warum belasten Sie den Großteil der Bevölkerung mehr? Also nicht, warum entlasten Sie die Falschen, warum belasten Sie die Bevölkerung mehr? Das wäre die richtige Frage. In der Rezession, da sollte man ja eigentlich Steuern senken und Ausgaben erhöhen und nicht Ausgaben kürzen und Steuern erhöhen. Also das sollte jedem, der halbwegs ökonomischen Sachverstand hat, ja eigentlich klar sein. Dass wenn die gesamtwirtschaftliche Nachfrage kleiner wird, dass dann auch die Produktion schrumpft und es dann weniger zu verteilen gibt. Aber gut, jetzt hat, also Maischberger hat die richtigen Zahlen genannt, aber die falsche Frage dann gestellt. Aber immerhin. Freundliches Institut, wollte ich noch sagen. Ist nicht. Sie hat mich trotzdem positiv überrascht. Nicht der Sozialkollege. Ich dachte, es sei ein unabhängiger Wissenschaftler. Absolut. Aber meistens ist er auf Ihrer Seite. Ich fürchte bei bestimmten Haushaltsfragen nicht. Ja, aber große Wirtschaftsforschungsinstitute, die sind immer total unabhängig. Total unabhängig. Aber das führt jetzt zu weit. Ja, Herr Hüter ist inzwischen ein Anhänger derjenigen, die trotz der gestiegenen Zinsen, die unser Staat zahlen muss, glaubt, wir könnten... Die gestiegenen Zinsen, an denen ist der Staat selbst schuld. Joachim Nagel, der Präsident der Bundesbank, hat diese gestiegenen Zinsen mit beschlossen. Und er ist SPD-Politiker. Die Bundesregierung hat immer wieder steigende Zinsen gefordert. Die Bundesregierung ist zu 100% mit daran schuld, was die EZB da entscheidet. Und wer etwas anderes behauptet, wer einfach sagt, die steigenden Zinsen sind vom Himmel gefallen. Nein, diese steigenden Zinsen wurden politisch gefordert, politisch beschlossen, entgegen jedes Sachverstandes. Also wir sehen doch, wie die Wirtschaft in der Eurozone abstürzt. Und in so einer Situation bräuchte man eigentlich niedrige Zinsen, damit die Unternehmen investieren und nicht hohe Zinsen, die die Investitionen noch weiter abwürgen. Also hohe Zinsen sind das Gegenteil dessen, was wir gerade brauchen. Uns uferlos verschulden. Aber stimmt denn seine Rechnung nicht? Seine Rechnung. Ja, was heißt uferlos verschulden? Ich zeige euch jetzt die Statistik nicht nochmal, das werde ich gleich nochmal machen, nachdem Lindner hier fertig geredet hat. Aber wir sehen, dass die Unternehmen Nettosparer sind, dass die privaten Haushalte Nettosparer sind, dass Deutschland durch Lohndumping den Finanzierungssaldo des Auslands extrem ins Negative getrieben hat. Und das ist keine nachhaltige Finanzpolitik. Nachhaltige Finanzpolitik wäre es, die Wirtschaft voll auszulassen, für Vollbeschäftigung zu sorgen. Und dementsprechend muss der Staat sich verschulden. Wenn da am Ende ein staatlicher Überschuss bei rauskommt, dann ist das gerade so, dann ist das eben so, so wie in den 60er Jahren. Damals konnte der Staat keine neuen Schulden machen, weil die Unternehmen sich verschuldet haben. Wenn der Staat halt Schulden machen muss, weil die Unternehmen es nicht tun, dann ist das halt auch so. Also die staatliche Verschuldung ist keine relevante Kennzahl. Arbeitslosigkeit ist eine relevante Kennzahl. Die Steigerung des BIPs ist eine relevante Kennzahl. Wie sich die Lebensverhältnisse der Bevölkerung entwickeln, ist relevant. Die Reallöhne sind eine relevante Kennzahl. Also auch viele, viele andere Indikatoren könnte man jetzt heranziehen. Also über das BIP wird ja auch viel debattiert. Aber das BIP ist eine tausendmal relevantere Kennzahl als die Höhe der Neuverschuldung des Staates. Von leider einer falschen Voraussetzung aus. Die nur befristet. Luftballon, beides.
befristeten Krisenmaßnahmen, Stichwort Mehrwertsteuersatz wegen geschlossener Restaurants und Gaststätten, die vermischt. Das ist übrigens Bullshit mit befristete Krisenmaßnahmen. Olaf Scholz hat damals gesagt, dass diese Steuersenkung wohl niemals zurückgenommen wird. Auch da hat Scholz natürlich gelogen. Oder vielleicht kann er sich an sein damaliges Versprechen einfach nicht erinnern. Das kann ja bei diesem Bundeskanzler auch gerne mal passieren. Mit einer strukturellen Steuerentlastung. Wir haben ja um 15 Milliarden Euro die Menschen am 1.1. entlastet. Ja. Mein Vanex schreibt gerade im Chat, also sorry für die, die das gerade auf YouTube gucken, wenn ich so häufig auf den Chat eingehe, aber das ist bei Livestreams nur so. Das wird doch gemacht, damit sich das Preisniveau stabilisiert und Investitionen erstmal zurückgestellt werden. Ja, aber das ist ja katastrophal. Also das Preisniveau, das steigt ja nicht, weil es so eine wirtschaftliche Dynamik geben würde und dauernd investiert werden würde, sondern es handelt sich um einen einmaligen Preisschock, der durch gestiegene Importpreise verursacht wurde. Ich empfehle euch hier mal ein Video zu. Da habe ich das alles genau erklärt. Da bin ich da auch auf die Veränderungen, die da exakt passieren, genauer eingegangen. Das ist tatsächlich gar nicht so leicht. Aber ich erzähle euch das jetzt mal in Kurzform. Wenn die Importpreise steigen, dann wird dem Binnenmarkt Nachfrage entzogen, dann sinken die Realeinkommen. Und wenn die Realeinkommen sinken, dann muss der Staat eigentlich für mehr Nachfrage sorgen, nicht für weniger. Das heißt, Investitionen abzuwürgen und die Nachfrage noch weiter abzuwürgen, das ist bei so einem einmaligen Preisschock komplett das Falsche. So ein Preisschock, wie wir ihn gerade erleben, der die Realeinkommen auffrisst, ist etwas komplett anderes als eine dauerhafte Inflation, die beispielsweise durch eine Lohnpreisspirale angetrieben wird. Das ist etwas vollkommen anderes. Wie gesagt, wie die Wirtschaftspolitik bei einem Angebotsschock reagieren sollte, ist ein Video auf meinem Erstkanal. Schaut euch das gerne an. Also schaut da gerne vorbei. Einer der Mods kann ja vielleicht auch mal einen Link in den Chat schicken. Wie gesagt, ihr findet das auch selber, wenn ihr es auf YouTube sucht. Ist wahrscheinlich besser, als euch hier einen Twitch-Livestream anzusehen. Aber da beschreibe ich das nochmal. Wie gesagt, die Konklusio von dem Video ist, bei so einem Angebotsschock, da muss der Staat nicht seine Ausgaben senken, um irgendwie das Preisniveau wieder runterzukriegen, sondern ganz im Gegenteil, der Staat muss die Ausgaben erhöhen, um die fehlende Nachfrage auszugleichen. Und nicht, also beispielsweise Steuern senken. Das könnte der Staat jetzt machen. Oder vergangene Steuersenkungen zumindest mal nicht wieder zurücknehmen. Wie beispielsweise die Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie, die jetzt zurückgenommen wurde. In einer Situation, in der sich die Gastronomie immer noch nicht von Corona erholt hat. Ja, ich habe schon, weil gerade noch einer im Chat fragt, mich schon vor dem Studium für Wirtschaft interessiert und mir einiges selber angeeignet. Ich studiere aber auch VWL. Alte Progression komplett abgewendet. Zum ersten Mal so vollständig in den letzten 2 Jahren. Mhm. Und wir haben das Kindergeld erhöht um 150 Euro. Mhm. Auf 250 Euro. Das ist die größte Kindergelderhöhung, die wir über viele Jahre hatten, seit den 90er Jahren. Insofern, die Entlastung ist bei der Steuer. Das andere ist zurück zur Normalität. Der CO2-Preis ab 1. Da muss man dazu sagen, nominale Erhöhungen in einer Zeit hoher Inflation sind real tatsächlich gar nicht mal so hoch. Beim Kindergeld habe ich jetzt leider keine Statistik vorliegen, sonst könnte ich das, was Lindner hier gerade gesagt hat, besser bewerten. Aber insgesamt, wenn man alle Belastungen und Entlastungen zusammenzählt, dann wird die Mehrheit der Bevölkerung Einkommen bis, ich glaube, 60.000 Euro werden mehr belastet. Da gab es letztens so eine schöne Statistik vom DEW, die ich im letzten Stream gezeigt hatte. Ich verzichte jetzt mal darauf, noch was hier rauszusuchen, sonst ist das hier zu zerhackstückelt. Der ist ja von uns nicht auf ein Niveau erhöht worden, wie es nicht geplant war, sondern der ist genau dort, wo die CDU-geführte Vorgängerregierung ihn am 1.1.24 gehabt hätte. Mhm. Was Sie dort beschreiben, das ist nichts anderes als der volkswirtschaftliche Verlust an Wohlstand, den wir haben, der sich auch individuell auswirkt. Der sich bei den Geringverdienern, das sagt er ja, weil dort die Kaufkraft eben geringer ist, wirkt sich das stärker aus. Finden Sie das denn richtig? Das ist die Realität. Und deshalb ist es denn so? Die Realität, die die Ampelkoalition willentlich und absichtlich herbeigeführt hat. Also die Ampel hat diese Sanktionen gegen Russland mit beschlossen. Die Ampel wollte diesen Wirtschaftskrieg. Die Ampel will diese hohen Energiepreise. Ich meine, sie könnte ja jetzt einfach sogar unilateral sagen, ohne dass man auf EU-Ebene irgendwas beschließen müsste. Wir reparieren die Nord Stream Pipelines und machen den funktionierenden Strang von Nord Stream. Ich meine, einen Strang von Nord Stream 2, der funktioniert ja sogar noch, den machen wir auf. Das könnte die Ampelkoalition ja sagen. Natürlich macht sie das nicht. Danke, Verfassungsschutzbeamter, dass du das Video rausgesucht hast. Da fragt noch einer, würdest du dich als Keynesianer bezeichnen? Ja.
bleiben. Politik ändert ja Realität. Aus dem Grund haben wir das Kindergeld ja so stark erhöht. Aus dem Grund wird in diesem Jahr übrigens der steuerfreie Grundbetrag, das ist ja der, der auch bei den ganz geringen Verdienern bedeutsam ist. Jetzt 11.000. Ja, und der wird jetzt noch ein weiteres Mal rückwirkend zum 1.1. erhöht. Also wenn es denn so wäre, dass er recht hätte und die Geringverdiener draufzahlen, würden Sie das denn akzeptieren in dem Moment, wo die Gutverdiener... Okay, auch da habe ich jetzt keine ganz genaue Statistik vorliegen, aber wenn der Freibetrag um 10% erhöht wurde, bei einer Inflation von, hatten wir ja letztes Jahr zeitweise näherungsweise 10%, dann ist das einfach nur eine Inflationsanpassung. Dann ist das gar nicht mal so eine großartige Entlastung, sondern dann ist das einfach nur das, was eine Regierung ohnehin machen müsste. Also ja. Was soll man dazu jetzt sagen? Das ist keine Entlastung, sondern das ist ein Routinevorgang. Verdiener mehr bekommen. Finden Sie das gerecht? Glauben Sie, dann ist die Stimmung im Land besser, wenn das so weitergeht? Der Hintergrund ist ein ganz einfacher. Derjenige, der mehr verdient... Bodymeld fragt gerade, also wie gesagt, sorry, dass ich so häufig auf den Chat eingehe. Ja, ich habe schon einen Antrag ans BSW geschickt, aber die brauchen ja Zeit, um die zu bearbeiten. Ich nehme mal an, da wird in den nächsten Wochen und Monaten wird er entschieden sein. Verdient, zahlt prozentual höhere Steuern. Ja. Und wenn man die kalte Progression verhindert, dann bekommt derjenige scheinbar eine höhere Entlastung in Euro und Cent. Mhm. Prozentual ist es aber dieselbe kalte Progression, denn wem sage ich das? Sie als Topverdienerin zahlen eben auch prozentual vermutlich weniger bei Ihnen als bei Helmut Kohl. Aber ich mir gar nicht gewünscht. Nee, das stimmt nur dann, wenn Sie einen schlechten Steuerberater haben. Nein, es stimmt einfach wirklich. Nein, es stimmt nicht. Es stimmt. Also ich zahle nicht. Seit 30 Jahren Nein. Steuern, ich weiß es. Aber es stimmt aus einem Grund nicht. Ich kann Ihnen meine Steuererklärung zeigen, das geht ein bisschen zu weit hier, aber es ist tatsächlich so, aber dass ich sag Ihnen, warum es nicht stimmen kann. Der Spitzensteuersatz unter Helmut Kohl, das ist ein Standardargument übrigens der politischen Linken, der betrug zwar 53%. Plus? Ja, und der wurde damals auf Kapitaleinkommen erhoben. Das gilt heute nicht mehr. Auch Veräußerungsgewinne wurden damals ganz normal besteuert. Heute sind die steuerfrei. Dank der rot-grünen Regierung unter Gerhard Schröder. Die Steuern für die Reichen wurden enorm gesenkt. Der Steuersatz eines Millionärs beträgt laut dem, eines Mustermillionärs beträgt laut dem Netzwerk Steuergerechtigkeit rund 24%. Der Steuer- und Abgabensatz eines Normalverdieners beträgt rund 48%. Also ein Millionär zahlt halb so wenig Steuern, prozentual betrachtet, an seinem Einkommen, wie ein Normalverdiener. Das ist die Situation, die wir heute haben. Unter Helmut Kohl hätte ein Millionär noch mehr Steuern bezahlt, prozentual gesehen. Also was Lindner hier erzählt, stimmt einfach nicht. Was Maischberger erzählt, stimmt. Die Ausnahmetatbestände waren aber größer. Und wissen Sie, was kam hinzu? Ja. Bei den 53% hatten wir 5 Millionen Arbeitslose in Deutschland, weil der Einkommenssteuersatz ganz oft die betriebliche Steuer ist. Und wir haben heute eine geringere Steuer, aber viel weniger Ausnahmen. Ja. Viel weniger Ausnahmen und Gott sei Dank nicht eine so hohe Arbeitslosigkeit. Ich kann es Ihnen beweisen, für den Faktencheck wird das... Die Arbeitslosigkeit ist so niedrig, weil Deutschland, wie gesagt, hatte ich vorhin schon erklärt, durch Lohndumping seine Exportindustrie angekurbelt hat und damit die Arbeitslosigkeit in andere EU-Länder exportiert hat. Das, was die deutsche Exportindustrie dazu bekommen hat, das ist einerseits beim deutschen Binnenmarkt weggefallen, also... So eine Sektoren wie Gastronomie, die haben sich dann halt schlechter entwickelt. Solche Dienstleistungsbereiche haben sich schlechter entwickelt. Und das ist bei anderen EU-Ländern weggefallen. Also, dass die Industrien in Frankreich, in Spanien, in Griechenland, in Italien so große Probleme haben, liegt daran, dass Deutschland Lohndumping betrieben hat. Also da jetzt zu sagen, wir haben so geringe Arbeitslose wegen der Steuern, das ist völlig irrelevant, was für ein Steuersystem wir haben. Wir könnten einen Spitzensteuersatz von 90% haben, wir könnten einen von 10% haben. Es hätte auf die Arbeitslosigkeit keinen großen Einfluss. Es ist viel, viel relevanter, wie der Staat sich insgesamt, Agitator, Blödsinn von dir gerade? Wieso? Begründe das bitte. Es ist viel, viel relevanter, wie der Staat sich insgesamt verhält. Wie gesagt, also wenn der Staat jetzt sich solche schwachsinnigen Regeln gesetzt hat, wie die Schuldenbremse beispielsweise, dann ist ein hoher Spitzensteuersatz sogar besser für die Wirtschaft als ein niedriger Spitzensteuersatz. Denn ein hoher Spitzensteuersatz bedeutet, man belastet reiche Einkommen mehr und arme weniger. Also dann, wenn man das dann durch Steuersenkung bei den Armen ausgleichen würde. Also Steuersenkungen bei Armen bedeuten, man entlastet Menschen mit einer hohen Konsumquote. Das heißt, man entlastet Menschen, die viel Geld wieder in die Wirtschaft geben, die für viel Nachfrage sorgen. Spitzensteuersatz, der beträgt aktuell 45%. Den muss man ab Einkommen von 250.000 Euro bei einem Single-Haushalt zahlen. Also das ist tatsächlich gar nicht mal so wenig.
Ja, wenn man den etwas erhöhen würde, dann würde das nicht groß schaden. Leicht zu umfangreich, aber es ist so, dass Menschen, die so viel verdienen... Wie gesagt, ich wollte jetzt nicht falschen Eindruck erwecken. Natürlich ist der Spitzensteuersatz relevant, aber für das Wachstum in Deutschland, das wir die letzten zwei Jahrzehnte hatten, das ist... Da ist das deutsche Lohndumping und das Wachstum unserer Exportindustrie viel, viel relevanter. Also Deutschland hat dieses Wachstum auf Kosten seiner eigenen Arbeiterschaft und auf Kosten des europäischen Südens geschafft. Und nicht, also es hat wenig mit unserem Steuersystem zu tun, das wollte ich nur sagen. Natürlich ist das Steuersystem auch relevant. Natürlich sorgt ein Steuersystem, wo man die Armen mehr belastet und die Reichen entlastet, dafür, dass der Binnenmarkt weiter abschmiert. Aber wie gesagt, der Binnenmarkt, den hat man in Deutschland ja absichtlich geschwächt, um die Exportindustrie zu stärken. Natürlich ist Deutschland einer der größten Nettozahler in der EU. Denn das, was wir in, weil die Industrie in diesen Ländern eben kaputt gegangen ist, weil diese Länder Leistungsbilanzdefizite gemacht haben, muss die EU das natürlich irgendwie ausgleichen. Es gibt nämlich nur zwei Optionen. Entweder man sieht irgendwann ein, dass diese Schulden sich nicht mehr bezahlen lassen und löst diese Währungsunion auf. Man sagt, okay, Euro war wohl eine schlechte Idee, oder man geht in die Transferunion. Aktuell, ja, geht man in die Transferunion. Das sorgt in Deutschland dafür, dass die Leute kein Verständnis dafür haben, dass man Gelder in die Länder zahlen muss, denen es ja dank des Euros so schlecht geht und dank der deutschen Exportstärke. Und dass man in den Ländern, die notdürftig durch Transfers am Leben gehalten werden, dass man da keine Lust hat, in der Eurozone Mitglied zu sein, in der Deutschland de facto den Ton angibt und in dem es einem dank der deutschen Stärke so schlecht geht. Also das ist ein System, von dem die Bevölkerung in keinem der Länder profitiert. Von dem auch eigentlich nur ein einziger Sektor profitiert, nämlich die deutsche Exportindustrie. Es ist niemandem, dem das irgendwie nützen würde. Außer der deutschen Exportindustrie und ja, das war's. Das schwächt die EU, das sorgt dafür, dass die Peripherie immer weiter ausblutet, das sorgt für das Entstehen potenziell immer neuer Eurokrisen, denn diese Transfers, die können ja nie und nimmer das ausgleichen, was diesen Ländern an Wettbewerbsfähigkeit verloren ist, gegangen ist. Also der deutsche Leistungsbilanzüberschuss, der bewegt sich in Größenordnung von rund 200 Milliarden Euro pro Jahr. Also so groß ist der deutsche, das, was Deutschland netto in die EU einzahlt, ja nicht. Also das sind die Größenordnungen, von denen wir hier reden. Hunderte Milliarden von Euro pro Jahr. Ich frage gerade einer, sollte es einen Nord- oder einen Südeuro geben? Auch das löst die zentralen Probleme nicht. Also ja, dann wären einige Länder, in denen die Lohnstückkosten stärker gestiegen sind, wie Italien, dann wären die aus dem Nordeuro raus. Aber ja, selbst dann gäbe es immer noch einige Länder, die eine vernünftige Lohnentwicklung hätten und einige Länder, die eine sehr, sehr schlechte Lohnentwicklung hätten, wie Deutschland oder die Niederlande. Also da hättest du dann die gleichen Probleme auf kleinerer Ebene. Also... Du hättest kleinere Probleme insgesamt, da du ähnlichere Länder zusammenpacken würdest, aber eine Währungsunion, die kannst du eigentlich nur machen, wenn es Übereinkommen in der Lohnpolitik gibt. Und solange es dieses Übereinkommen nicht gibt, und das haben wir in der Eurozone gerade nicht, wir haben überhaupt keine Regeln für die Lohnsetzung, aber ja, solange es das nicht gibt, hast du das Problem, dass einzelne Länder sich durch Lohndumping Wettbewerbsvorteile erschleichen können, so wie Deutschland das in den letzten 20 Jahren gemacht hat. Zahlen heute weniger Steuern, als sie es damals getan haben. Damals. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, okay, jetzt empfehle ich euch noch ein YouTube-Video, aber schaut da gerne mal rein. Heiner Flassbeck hat einen wirklich, wirklich guten Vortrag zur Eurokrise gehalten. Wartet. Den kann ich euch nur empfehlen. Schaut euch den gerne an. Das ist wichtig, dass man diese Zusammenhänge versteht. Also wie gesagt, wie das deutsche Lohndumping zur Eurokrise beitrug. Heiner Flassbeck zur Situation der Eurokrise. Das ist der hier, wo er das gut erklärt. Also der hat einige auf YouTube veröffentlicht. Schaut euch die gerne an. Aber das hier ist den ich am ehesten empfehlen könnte. Also hier zoomen wir sogar schon an der richtigen Stelle rein. Hier sieht man auch, wie katastrophal sich die Arbeitslosigkeit in der Europäischen Währungsunion entwickelt hat. Und diese hohe Arbeitslosigkeit, die wir in der EU jahrelang hatten, ist auch mitverursacht durch diese deutsche Exportstärke, die die Arbeitslosigkeit in anderen EU-Ländern eben nach oben getrieben hat und die auch den deutschen Binnenmarkt geschwächt hat. Ich meine, wir haben in Deutschland ja immer noch das Problem, dass die Realeinkommen großer Teile der Bevölkerung seit 30 Jahren überhaupt nicht gestiegen sind. Das ist die andere Seite dieser Exportstärke. So ohne die Armut von einem relevanten Teil der deutschen Arbeiterschaft ist diese deutsche Exportstärke, die wir gerade sehen, nicht vorstellbar. Du schreibst immer Blödsinn im Chat, aber jetzt nenn noch mal ein Argument, warum das falsch ist, was ich gerade sage.
Ich kann ja auch mal gucken, ob die relevanten Statistiken, die ich euch zeigen wollte, zumindest bis 2017 hier drin ist. Also in den letzten Jahren ist gar nicht mehr viel passiert. Inflation und Löhne. Wartet. Dann kann ich es euch hier sogar, wie gesagt, ist bei einer Live-Reaktion immer ein bisschen schwierig. Zentrales Problem der Währungsunion. Hier, Lohnstückkosten. Die Lohnstückkosten. Die sind in Deutschland wesentlich schwächer gestiegen als in allen anderen Ländern der Eurozone. Das hier ist jetzt eine nominale Größe. Das heißt, diese 30% Steigerung, die ihr seht bei in Frankreich, bedeutet nicht, dass die Franzosen 30% mehr in der Tasche hätten, sondern das ist einfach eine nominale Steigerung. Also hier ist die Inflation nicht rausgerechnet, weil man, wenn man auf Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der Währungsunion guckt, weil man sich dann eben die nominalen Größen anschauen muss. Dann darf man sich keine realen Größen anschauen. Und in Deutschland, da sind die Lohnstückkosten eben viel, viel schwächer gestiegen als in Frankreich. Besonders geschwächt wurde das durch die Agenda 2010, Anfang der 2000er Jahre. Durch die massiven Rentenkürzungen, die ja auch die Nachfrage abgewirkt haben, die den deutschen Binnenmarkt geschwächt haben. Diese Schwächung des deutschen Binnenmarkts, die war gewollt, damit man eben die Löhne drücken konnte. Denn eine Arbeit, also diese hohe Arbeitslosigkeit, die wir zeitweise in Deutschland hatten, auch die war gewollt. Das war alles politisch orchestriert, alles politisch geplant von der Regierung unter Gerhard Schröder. Es ist kein Versehen, das ist nicht schiefgegangen, es hat alles exakt so funktioniert, wie es funktionieren sollte damals. Also das ist an dieser Statistik hier so wunderbar abzulesen. Ihr seht 10 Jahre keine steigenden Lohnstückkosten in Deutschland. Erst mit dem Einbruch der Produktivität in der Weltfinanzkrise sind die Lohnstückkosten etwas gestiegen. Und danach, also Anfang der 2010er, haben die Löhne vor allem in den oberen Bereichen begonnen, etwas zu steigen. Aber das ist... Das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Diese steigende Armut in Deutschland, die stagnierenden Löhne über Jahrzehnte hinweg für breite Teile der Bevölkerung, die Explosion der Kapitaleinkommen und die Stärke der deutschen Exportindustrie. Das gehört alles zusammen. Das eine wäre unter das andere nicht denkbar. Und wie gesagt, schaut euch da gerne diesen Vortrag an, Heiner Flassbeck, zur Situation der Eurokrise. Da wird das alles genau erklärt. Hatten wir gerne in den Faktencheck. Können wir machen, aber bitte dann nicht nach der Prozentzahl. Nein, denn die Prozentzahl des Steuers, was noch zusätzlich dazu kommt, was man nicht als Abschreibung genutzt hat. Ja, aber wir wollen hier nicht weiter streiten über diese Dinge. Tun wir ja, Sie bringen es ja rein, dann will ich es aber entkräften, weil ich es immer wieder von Linken höre. Und meine beiden Argumente sind 53% auf wenig. Wir beide. Lassen Sie mich doch einmal den Gedanken zu. Auch das, was Lindner hier erzählt, das stimmt so nicht. Wie gesagt, Veräußerungsgewinne waren früher nicht steuerfrei, heute sind sie steuerfrei. Kapitaleinkommen wurden früher auch mit 53% besteuert, heute nur noch pauschal mit 25%. Und wenn man das ganz geschickt gestaltet, dann kann man diesen Steuersatz sogar noch weiter drücken. Also da gibt es sehr intelligente Steuersparmodelle, beispielsweise, dass man das in irgendwelche Stiftungen packt und da hat man effektive Steuersätze von unter 1% in extremen Fällen. Und die Superreichen, die haben normalerweise so gute Steuerberater, dass sie eben genau das machen können. Ja, zu Ende absolut. Machen. Wenn sie, es ist Ihre Verantwortung. Sie haben das Thema aufgebracht. Sie haben recht. Dann darf ich aufklären. Oliver. 53% auf eine geringere Steuerschuld oder 42% auf eine größere Steuerschuld macht einen Unterschied. Und ich sage nochmal, damals hatten wir 5 Millionen Arbeitslose. Und erst nachdem unter anderem die Einkommenssteuer gesenkt worden ist, kam Deutschland mit der Agenda 2010 in Fahrt. Wollen wir heute wieder Arbeitslosigkeit haben? Plus Solidaritätszuschlag und Dinge, die dazukommen. Wir rechnen das gerne nochmal nach, das verspreche ich. Jetzt müssen wir noch zur Schuldenbremse kommen. Nein, wir kommen jetzt dazu, weil Sie sagen, alle müssen sparen. Wollen wir gerne noch mal bei Ihnen anfangen und die Frage stellen. Können gar nicht alle sparen. Es gibt kein Sparen ohne Verschuldung. Das berühmte Sparparadoxon, was von John Maynard Keynes unter anderem erklärt wurde, aber auch von anderen Ökonomen, Kalecki, Lautenbach. Also das ist seit vielen Jahrzehnten in der Ökonomie bekannt. Wenn die privaten Haushalte versuchen zu sparen, der Staat dann auch versucht zu sparen, die Unternehmen dann auch versuchen zu sparen und das Ausland das nicht ausgleicht, ja, was passiert dann? Die privaten Haushalte legen Ersparnisse zur Seite und erziehen der Wirtschaft damit Nachfrage. Das bedeutet, die Produktion im nächsten Jahr sinkt. Das heißt, die Ersparnisse der privaten Haushalte, die beispielsweise in Aktien, Anleihen, was auch immer angelegt sind, sind im nächsten Jahr weniger wert. Sie können sich davon weniger kaufen. Das heißt, der Wert der Ersparnisse sinkt, obwohl mehr gespart wird. Klingt paradox. Das ist das Sparparadoxon. Und die Produktion ist auch gesunken. Das heißt, die privaten Haushalte haben nicht mal irgendwie mehr gespart, sondern sie haben weniger gespart, obwohl sie versucht haben, mehr zu sparen.
Ich weiß, klingt etwas kompliziert, ist aber so. Stellen, warum der Bund nicht spart. Das ist eine zweite Stimme, die wir gerne Ihnen zeigen wollen. Die kommt vom Bund Steuerzahler. Der sagt, die Bundesverwaltung hat unter der Ampel mit 300.000 Beschäftigten eine Rekordgröße erreicht. Seit 2020 sind die Personalkosten des Bundes um 8 Milliarden Euro gestiegen und sie werden in diesem Jahr 24 mehr als 43 Milliarden Euro betragen. Das heißt, Sie haben einfach mehr ausgegeben als alle anderen und sparen nicht. Warum sparen Sie nicht bei sich? Sind wir nicht alle der Meinung, dass die Asylverfahren in Deutschland zu lang dauern? Tun sie immer noch. Brauchen wir dann nicht eine Stärkung des BAMF? Haben wir nicht alle das Gefühl, dass bei Finanzkriminalität, dass bei Schwarzarbeit und bei Geldwäsche in Deutschland immer noch die großen Fische durchs Netz gehen? Mhm. Müssen wir also nicht zum Beispiel den Zoll stärken? Ja. Sind Sie eigentlich der Meinung, dass die Bundespolizei zu groß ist? Angesichts der Sicherheitsanforderungen, die wir haben, Nein. würde ich sagen, dass dort gestärkt werden muss. Das alles ist in der Zahl drin. Hier geht's ja nicht um Wasserköpfe, die entstehen. Ich glaube, wir müssen an den richtigen Stellen sparen, Frau Maischberger. Wir dürfen nicht sparen bei der Bildung. Also beim Bundeskanzleramt oder bei der Aufrüstung. Wären jetzt nur so meine Ideen. Also die Bundeswehr, man könnte den Etat wieder auf 40 Milliarden reduzieren oder weniger. Ich meine, den hatte sie ja früher mal. Und auch damals ist ein Großteil schon an korrupte Beraterfirmen gegangen. Dadurch, dass man da mehr Geld reingesteckt hat, auch schon in den letzten Jahren, es gab eine massive Aufrüstung seit diesen NATO-2%-Beschlüssen. Dadurch ist noch mehr Geld an korrupte Beraterfirmen gegangen. Dadurch hat sich die Rüstungsindustrie noch mehr Geld in die eigene Tasche gesteckt. Guckt euch mal die Aktienkurse von Lockheed Martin, Rheinmetall und diesen ganzen anderen Firmen an. Boeing, Airbus, schaut euch das alles mal an. Das Geld, das ist irgendwo versickert, beziehungsweise das ist an die Leute gegangen, für die Politiker auch Politik machen. Ich meine, es sitzen ja genug hochrangige Politiker in Lobbyorganisationen der Rüstungsindustrie. Aber wirklich zur Wehrfähigkeit der Bundeswehr beigetragen hat das nicht. Also da könnte man sparen. Da könnte man sogar sehr leicht sparen. Deshalb gibt es jetzt das Startchancenprogramm, 20 Milliarden Euro in den nächsten 10 Jahren für die Verbesserung der Schulen mit besonderen sozialen Aufgaben. Ja. Wir dürfen nicht sparen bei der Infrastruktur. Deshalb investieren wir auf Rekordniveau. Natürlich. Also wenn nominal das Bruttoinlandsprodukt jedes Jahr wächst. Also wenn alle Preise jedes Jahr nominal steigen, natürlich hat man dann jedes Jahr eine Rekordverschuldung, eine Rekordwirtschaftsleistung, einen Rekordstaatshaushalt, eine Rekordinvestition, obwohl sich real gar nicht viel geändert hat. Also das ist jetzt ein rhetorischer Trick, immer von Rekord zu sprechen. Rekorde, die ergeben sich daraus, dass unsere Wirtschaft halt jedes Jahr wächst, beziehungsweise nominal wächst. Also real sehen wir ja im letzten Jahr eher Stagnation bzw. Schrumpfung. Niveau. Also wenn ihr irgendein Politiker oder so von Rekordinvestitionen, Rekordschulden, irgendwas Rekord in nominalen Größenreden hört, hört ihm die nächsten paar Minuten am besten gar nicht mehr zu. Also der möchte euch rhetorisch einfach nur hinters Licht führen. Und genau das macht Lindner hier gerade. Digitale Netze. Also die Investitionen sollen tatsächlich in den nächsten Jahren zusammengekürzt werden. Das hatten MMT mit Jan und ich in unserem, ich weiß gar nicht, der wievielte, guckt euch die letzten Wirtschaftstalks an. Da hatten wir über Lindners Bundeshaushalt gesprochen. Da hatten wir das besprochen. Schiene, die Ertüchtigung der Straßen. 13 Wissen Sie, wo wir sparen müssen? Wir müssen 13 Kilometer Schiene letztes Jahr. Ja. Ich weiß nicht, wo Sie das Geld da investiert haben. Digitale Netze. Schön, dass Maischberger auch hier eine Zahl hat. Also ich muss sagen, in dieser Sendung macht sie, nachdem das Gequatsche am Anfang von den anderen Journalisten hier vorbei war, gar keine so schlechte Figur. Also 13 Kilometer Schiene, das würde ich sagen, wäre mehr möglich. Zumal die Bundesrepublik ja seit der Bahnreform 1/6 aller Schienen herausgerissen hat. Also die Deutsche Bahn, die wird ja gebaut und nicht aufgebaut. Netze fahren Sie einmal durch Deutschland. Es beginnt in diesem Jahr die Ertüchtigung des Hochgeschwindigkeitsnetzes der Bahn. Es gibt auch noch den Wasserkopf, der finanziert wird. Und das müssen Sie sich trotzdem anhören. Ihr Ministerium hat Besoldungen. Die Stufe A15 auf A16 befördert 28 Mitarbeiter. Das sind 600 bis 800 Euro im Monat mehr. Ja, aber das verteidige ich. Ja, das verteidige ich total. Das sind Laufbahnbeamte, Lebenszeitbeamte. Nein, wenn ein Referatsleiter ausscheidet, weil er in den Ruhestand tritt, dann folgt eine neue Referatsleiterin nach und die wird dann natürlich besoldet wie eine Referatsleiterin. Für alles hat man eine Erklärung. Nee, man hat für alles teilweise Fakten und nicht alles, was vorgetragen wird, um zu sagen, sie sparen nicht, stimmt. Aber unterm Strich. Und wir müssen
unter dem Strich müssen wir an der richtigen Stelle sparen. Und das heißt nicht das bei den Ministerien? Das heißt beim Zoll nein, bei der Bundespolizei nein, bei der Bundeswehr nein. Beim Ministerium? In meinem Ministerium, insgesamt wachsen die Stellen jetzt in den Ministerien, denn Solidarität ist keine Also dieses Klein-Klein, das stört mich jetzt ein bisschen. Also das war da jetzt für ein paar hundert Millionen Euro für Beraterstellen diskutieren. Okay, ja, könnte man wahrscheinlich auf für einige Beamtenstellen diskutieren. Ja, könnte man bestimmt auf viele verzichten. Das mag sein, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass wir erstens nicht in einer wirtschaftlichen Situation sind, wo man die Schuldenbremse einhalten kann, dass man zweitens versucht, sie trotzdem einzuhalten und der einzige Bereich, wo man Ausgaben steigert, der Rüstungsbereich ist. Also man kürzt besonders stark beim Sozialen, bei den Investitionen in die Zukunft. Das ist die Situation, die wir gerade sehen. Und das ist der zentrale Punkt, über den man diskutieren sollte. Meine Güte, ob da ein paar Beamtenstellen geschaffen werden, würde ich bei der FDP auch bezweifeln, dass diese Beamten sinnvoll eingesetzt werden. Wir haben ja letztens gesehen, wie eine von Lindners Beamtinnen, die für die Erbschaftssteuer zuständig sind, bei einem Kongress von Superreichen aufgetreten ist und denen Spartipps gegeben hat, wie man an der Erbschaftssteuer vorbeikommen kann. Also, dass diese Beamten vielleicht jetzt nicht im Sinne der Steuerzahler arbeiten, nicht im Sinne der Mehrheit der Steuerzahler arbeiten, sollte man besser sagen, sondern nur im Sinne der reichen Steuerzahler, das kann sein. Das würde ich bei der FDP sogar für sehr wahrscheinlich erachten. Und dafür haben wir, wie gesagt, sogar diesen konkreten Beleg. Das hatten Stefan Schulz und Wolfgang M. Schmidt zuletzt im 29er-Podcast thematisiert. Aber wie gesagt, dieses kleinteilige Diskutieren über einzelne Stellen, das ist da jetzt, glaube ich, nicht zielführend. Das Gericht Sie dazu zwingt. Zu dem Zeitpunkt haben Sie noch gesagt, nein, das müssen wir nicht. War das falsch? Das war falsch. Wir haben damals auch in der Sendung darüber gesprochen. Ich habe gesagt, wir haben den Koalitionskompromiss in aus unserer Sicht verfassungsrechtlich verantwortbarer Weise umgesetzt. Ja. Jetzt haben wir durch dieses Grundsatzurteil des Verfassungsgerichts, das sich ja erstmals umfassend zur Schuldenbremse geäußert hat, eine neue Rechtsklarheit. Und das nimmt uns jetzt in die Verantwortung. Es ist nicht so, dass die Schuldenbremse wie ein Lichtschalter an- und ausgeknipst werden kann, dass die FDP sich jetzt... Auch das ist falsch. Also die Schuldenbremse kann von einer einfachen Mehrheit im Bundestag beliebig lange ausgesetzt werden, solange er eine außergewöhnliche Notlage deklariert. Was ist eine außergewöhnliche Notlage? Nun, das ist im Grundgesetz nicht definiert. Also man könnte alles als Notlage deklarieren, ohne dass da irgendwer etwas dagegen sagen könnte. Das Bundesverfassungsgericht hat nicht bemängelt, dass die Schuldenbremse ausgesetzt wurde. Es wurde sie auch gar nicht, sondern das Bundesverfassungsgericht hat bemängelt, dass man Gelder für Corona freigegeben hatte, die aber für Klimaschutz umwidmen wollte. Also, dass man Gelder für das eine freigegeben hat und für das andere dann benutzen wollte und dass die Gelder eigentlich zum Haushalt 2021 gehörten, aber im Jahr 2022 dann freigegeben werden sollten. Also, das waren die zwei Kritikpunkte. Man hat erstmal Gelder aus einem vergangenen Haushalt versucht, 2022 noch rüber zu retten und man hat zwei Themen miteinander verknüpft, die erstmal nichts miteinander zu tun haben. Und nicht, dass man die Schuldenbremse ausgesetzt hätte. Dazu hatte sich das Bundesverfassungsgericht überhaupt nicht geäußert. Und das kann es auch schwierig. Da die Regeln dort so allgemein gehalten sind, dass, wie gesagt, man alles zu einer Notlage deklarieren könnte, wenn man es wollte. Das ist deswegen hat so eine Regel wie die Schuldenbremse auch nichts in der Verfassung zu suchen. Da gehören Regeln rein, die wichtig sind für unsere Demokratie. Die Menschenrechte beispielsweise, die Menschenwürde. Wie Deutschland aufgebaut werden sollte, das allgemeine Wahlrecht. Welche Institutionen in Deutschland existieren sollten. Also Bundesländer, Bundesrat, Bundestag, Bundesregierung oder dass wir ein demokratischer und sozialer Bundesstaat sind. All das gehört ins Grundgesetz. Aber da gehört nicht rein, dass wir irgendeine konkrete Regel haben, die das Haushaltsrecht des Parlaments dann einschränkt, wenn das Parlament mal gerade keine Notlage deklariert. Eine Notlage, die im Grundgesetz nicht mal definiert ist. Also solche schwammig gehaltenen Regelungen. Wir haben nichts im Grundgesetz zu suchen. Also diese Schuldenbremse, die hat Empfehlungscharakter, wenn man sich das durchliest. Also ja, es gehört auf jeden Fall nicht ins Grundgesetz. Abgesehen davon, dass es auch ökonomisch völliger Irrsinn ist, die Neuverschuldung auf 0,35% des Bruttoinlandsproduktes zu begrenzen, solange die Unternehmen Nettosparer sind. Aber das ist ein Punkt, auf den ich ja vorhin schon eingegangen war. Da rein verliebt hat und dass das Letzte ist, was wir noch haben an Programmatik, ja, ist ein Gebot der Verfassung. Und das ist jetzt scharf geschaltet durch das Verfassungsgericht. Aber Sie haben also halten wir uns daran. Und zum anderen gibt es im Übrigen auch gute ökonomische Argumente dafür. Ja. Wir zahlen wieder Zinsen für unsere Schulden.
wie die Bundesregierung gewollt hat, diese Zinsen. Der SPD-Politiker Joachim Nagel hat mit Leuten wie Christine Lagarde, die da auch, also das hat ja Deutschland auch mit ausgeklüngelt, dass die EZB-Präsidentin wird, eine Frau, die keine Ahnung von Geldpolitik hat, die eine verurteilte Finanzkriminelle ist. Ja, die sitzt jetzt an der Spitze der EZB und wirkt durch Zinserhöhung unsere Wirtschaft ab und treibt die Schulden auf Staatsanleihen nach oben. Das bedeutet Übergewinne für die Banken, aber ja, Zinsen, die wir dann alle bezahlen dürfen. Das, ja, daran ist die Politik schlicht und ergreifend schuld. Und man könnte auch unser Geldsystem ein bisschen anders gestalten. Man könnte Staatsfinanzierung anders gestalten. Also man könnte den Staaten beispielsweise erlauben, ihr Konto bei der EZB beliebig zu überziehen. Dann hätte man das Problem mit den Zinsen nicht mehr. Dann hätte man das Problem, dass wir alle die risikolosen Gewinne der Banken bezahlen dürfen, nicht mehr. Könnte man alles machen, ist politisch nicht gewollt. Also was Lindner hier, also das sind Scheinargumente. Das sind Scheinargumente. Sie haben damals die Schuldenbremse auch verteidigt. Die Frage war, wie gut hätte man sich vorbereiten können auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts? Es war keine Vorbereitung da, deswegen kam diese Sparbeschluss. Moment. Und ich habe Ihnen eine zweite Frage in dieser Sendung. Moment, bitte, die Feststellung muss ich aber kurz korrigieren. Bitte. Das Urteil ist anders als erwartet. Es wurde geklagt gegen 60 Milliarden im Klima- und Transformationsfonds. Sie wussten nicht, dass es so weitgehend ist. Und aber geurteilt wurde über die Staatspraxis, dass sogar jetzt die Länder auch das, notwendige Entscheidungen treffen mussten. Es gab Experten, die drei Szenarien ausgerechnet haben. Und dieses war auch dabei, aber es hat keiner damit gerechnet. Also, wie gesagt, es ist komplett lächerlich, die Schuldenbremse ins Grundgesetz zu schreiben. Deswegen sind solche abenteuerlichen Schattenhaushalte notwendig. Und mehr braucht man dazu eigentlich nicht zu sagen. Jetzt wird sich hier noch über irgendwelche Details beschwert, auf die wir, glaube ich, nicht eingehen müssen. Also, wie gesagt, die Schuldenbremse gehört ersatzlos aus dem Grundgesetz gestrichen. Und solange das politisch nicht möglich ist, wegen der Mehrheitsverhältnisse, solange muss man sie halt aussetzen. So eine Regel gehört aus dem Grundgesetz heraus. Die hat da nichts verloren. Ja, viel Spaß, draußen im Land zu sein, aber es kam ja was dazwischen. Bin jetzt mehr dabei, Ställe auszumisten. Als Pferdestabinen. Jetzt reden wir über Lindners Privatleben, das brauchen wir, glaube ich, oh Gott, jetzt kommen die Journalisten wieder. Ich glaube, das war Lindners Auftritt. Damit sind wir mit dem ersten Teil unserer Reaktion hier fertig. Gleich werden wir noch auf Klaus Ernst reagieren, der über den Ukraine-Krieg debattiert. Aber, oh Gott, das war jetzt, glaube ich, bezüglich Lindner wirklich